Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Little Hope Part 3 von Denise und mir. Hey Taylor, wir sind hier. Wir kriegen die Tür nicht auf. Wir auch nicht. Ist abgeschlossen. Versuchen wir es mit Gewalt. In 3, 2, 1. Hallihallo. Wen Hey, haben wir denn da? hi, Professor. Mein Haben wir was Liebling. Hilfreiches gefunden? Nee, da gab's nichts zu holen. Nur ein Haufen Müll. Ich hoffe, der Alleingang hat dir gefallen. Ich sag mal, ich ziehe jetzt auch andere Optionen in Betracht. Schön, dass ihr das lustig findet. Ich denke, wir sitzen in der Patsche. Du weißt, dein Pendant wurde der Hexerei beschuldigt. Nicht nur beschuldigt, auch schuldig gesprochen Oh und no. verurteilt. Wir müssen wissen, was der Fall jetzt droht. Was jetzt mit ihr geschieht. Gute Idee. Aber wie können wir das rausfinden? Das will ich aber nicht. Die Wege kennen wir schon. Vielleicht finden wir Antworten da, wo wir noch nicht waren. Wenn der Nebel uns dahin lässt. Das ist Eine schlaue Antwort. Vielleicht sitzen wir Antworten da, wo wir noch nicht waren. ganz schlaue. Ja, weil ihr wart ja schon da. Ist doch normal. Da habt ihr Ich keine bin Antworten irgendwie mit ihr gefunden. verbunden. Genau. Wenn sie stirbt, was passiert dann mit mir? Ich habe keine verdammte Ahnung, was hier abgeht. Aber ich weiß, diese Frau ist nicht du. Das ist lieb von dir. Ja, Hab ich das gut sieht sehr gesagt. gut aus. Das sieht gerade aus. Das sieht auch sehr gut aus. Ernsthaft? Hat sich einfach rausgestellt. Ist so. Was passt? Denkt denn nicht eigentlich? Du bist Andrew, ich bin John. Ja. Jetzt redet nur keiner, das weiß ich natürlich nicht. Untertitel da ist, boah. Der Nebel wird schlimmer. Hier ist was an der Laterne. Hier ist auch ein Grabstein. Jimmy Johnson. 1836 bis 1858. Eine vielversprechende junge Autorin, die nach Fertigstellung ihres ersten Romans auf tragische Weise starb. Das war's. Weißt Hey, du, Rock'n'Roll, Dolce Periculum, Father of Fire, Yeveled Course, ich kann kein Englisch. The Roadhouse, 322 Palmyra, 2,50 Dollar, Samstag, 20 Uhr, 12. Februar. Sieht aus hier wie unser Daniel, Li Liebespaar, das Junge. musst du sehen. Daniel. Ja. Was denn? Du hast nie was von der Karriere als Okay, dann Gitarrist weiter geht's. gesagt. Was zum... Wie ist das möglich? In welche Richtung muss Wo ich? bist denn du? Ach, da Ja, seid hier ihr. warte mal. Da Stand auf müssen wir einmal auf der jetzt anderen richtig ran. Seite. Ja, Untertitel ist da. Perfekt. Hier ist alles Kaufst du kaputt. jetzt? Ich traue der Brücke nicht. Das ist gefährlich. Ich sehe gar nichts. Himmel! Mensch, Angela, passt auf, wo du hintrittst. Das Wasser ist schwarz, damit will ich nichts zu tun haben. Wie deine Sehne. Wie nett. Ich bin heute total nett. Okay. Ich mach Wer mein Handy mal zuerst? auf lautlos. Professor.
Du meinst, auch du hast das Sagen. Also. Ach komm, ich gehe gern voran. Okay, sicher doch. Ist das auch sicher? Eine Brücke. Sieht das etwa so aus? Kein Stress. Der Prof und ich bringen dich rüber. Nur Probleme. Komm, wir bringen dich ja, rüber. Ja, ja. Kriegen dich das, schon rüber. Der sagt das so richtig überzeugend. Überzeugend, ja. So, ja, ja, wir kriegen dich rüber. Ja, ja. Irgendwie. Lebendig oder tot, wir kriegen dich rüber. Warum ist der Prof eigentlich so gesprungen? Man kann doch da gehen. Weil Angela viel zu schwer ist. Also wirklich, Angela. Warte doch. Hey! Hey! Ach, tschüss! Liebe Frau wieder allein. Oh egal. Was jetzt? Wir müssen hier weg. Die wissen ja schon, was wir machen. Rabe. Ich sehe ihn auch. Den Raben öffnen für den Tod. Ich werde angepasst. Ich komme. Angela! Im Jahre 1692 unseres Herrn sind wir hier, um Zeuge dieser Hinrichtung zu werden. Nein! John. Amy wird als Teufelsbuhle schuldig gesprochen und soll als Hexe und Zauberin ertrinken. Amy, lauf! Wir still für ihre Seele. Ich darf nichts Falsches. Pause um dich. Ich bin keine Hexe. Ich verdiene nicht den Tod. Ich bitte euch. Wie soll ich dir helfen? Was kann ich tun? Bitte, Sir. Ihr müsst mir helfen. Ihr müsst. Wie denn? Ja, wie denn? Ein Beinchen steckt. Der Teufel ist im Wind, will den Seinen helfen. Er will ihre Ketten lösen. Isaac, bringen wir es schnell zu einem Ende. Das Urteil muss vollstreckt werden, sonst ist es zu spät. Der Teufel Warum ist gehen mit wir nicht dir. Einfach hin und lösen die Ketten? Ihr müsst sie festbinden. Gute Frage. Nichts machen wir. Wir gucken nur zu. Ist so. Grausam. Ihr könnt das nicht tun! Isaac, ich bin unschuldig. Vollstreckt das Urteil. Schickt die Hexe zurück zu ihrem Meister, bevor er uns zu holen spät. Kommt. Little Hope ist verloren, verschluckt vom Bösen. Doch nicht wie ihr meint von Hexenwerk oder anderen Dämonen. Wir werden von innen vergiftet. Ihr könnt euch mit Rätseln nicht retten. Das ist kein Rätsel. Der Teufel kennt viele Formen. Ihr wisst das sehr wohl. In Little Hope hat er sich im Schleier der Unschuld versteckt. Kommt in Gestalt eines Kindes, meines Anklägers. Solange Mary weiteratmet, kann Little Hope keine Erlösung finden. Das böse Reverend, es ist unter uns. Bei mir steht aber Isaac. Unter uns. Böse Mary. Gute Nacht, Mary. Das ist Amy. Mary ist das Kind. Ach, Entschuldigung, Amy. Gute Nacht, Amy. Naja, was für eine gute Nacht ist, das weiß er nicht. Das ist ein grausamer Tod. Definitiv. Ich möchte nicht ertrinken. Ja, ich auch nicht. Ich möchte auch nicht verbrennen. Definitiv. Einfach einschlafen. Nicht. Einschlafen und nicht mehr wach werden. Ja, das wäre am besten. Was habt ihr gesehen? Sagt schon! Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Man warf dein Pendant gefesselt in den Fluss. Sie ertrank. Da kommt das. Angel, ich bin Angela. Okay. Okay, ich gehe zuerst. Okay.
Pallersprung. Okay, ihr zwei, kommt hier runter. Ich werde mir den Fuß direkt brechen. Ich werde niemals so landen. Nee, ich auch nicht. Jetzt kommt das Grauen. Was für eine ist das? Das Grauen. Was ist das da? Weg von da! Ich würde mal behaupten, das bist du, Angela. Es kann kotzen. Ja, das ist wahr. Shit! Lass mich nicht zurück! Scheiße! Hey! Hilf mir doch mal! Halt dich gut fest! Ich komm gleich zurück, John! Halt durch! Komm gleich, John! Versprochen! Oh Gott! Spring und greif meine Hand! Muss ich irgendwas drücken? Ich vertraue dir! Ich vertraue dir! Ja, ich muss zurück. Haben wir es geschafft? Ja, wir haben es geschafft. Oh. War nervös. Wir kommen schon hier hoch. Ohne Hilfe. Ich hab ja gesagt, ich komm gleich wieder. Ja. Der hat eine eigene Lösung gefunden. Wer ist denn das? Kuckuck. Puh, das war wirklich sehr knapp für Angela. Oh ja. Fast ereilte sie ein Schicksal schlimmer als der Tod. Nicht, dass der Tod besonders schlimm wäre. Sehr gut. Noch keine Seele verloren. Das hätte anders sein können. Bedenkt man, dass die Lage nun ernster scheint, käme eine Waffe wohl recht gelegen. Finden Sie nicht? Hätten Sie sich bloß genauer umgesehen, nicht wahr? Zu spät jetzt. Konnte ich ja nicht. Die Jungs haben da interessante Ideen. Könnten sie, wie Andrew vermutet, die wiedergeborenen Seelen ihrer historischen Pendants sein? Oder glauben sie lieber an Daniels Theorie? Und sie sind bereits tot. Mein Traum fuhr nach dem Leben fort. Oder begann erst meiner Seele Sturm. Mich setzte über die betrübte Flut. Der grimme Fährmann, den die Dichter singen in jenes Königreich der ewigen Nacht. Es ist möglich, denke ich. Vielleicht weiß der Busfahrer ja etwas. Ja, wo ist er denn? Das muss Ihnen gerade alles sehr wirr vorkommen. Doppelgänger, Hexen, Geister, Tod und Dämonen. Was könnte bloß all diese Seelen verbinden? Wir werden es herausfinden. Mir wurde Befugnis erteilt, Ihnen einen Hinweis zu geben. Bereit? Ja, nein. Ich bin bereit. Also ja. Ja. Warum nicht? Also schön. Versuchen wir doch den einfach aus. Erneut von kryptische Inspiration. Ich traf ihn einmal, wissen Sie? Happy Birthday? Ich treffe Sie alle. Glaub ich dir auch so. Akt 5, Szene 1. Kleomenes bittet Leontes, sich seine Schuld am Tod Hermiones zu vergeben. Tut's dem Himmel gleich, vergesst Geschehenes. Und wie ihr, verzeiht euch selbst. Dann weiter. So grausig es auch sein mag, sie sollten fortfahren. Okay, mir hat das jetzt nichts gebracht.
Ja, ja, nicht. Das war so voll kein Hinweis. Ich bin bereit zu drücken. Halt! Ich bin bereit, jederzeit. Was in aller Welt war das? Was habe ich noch nie gesehen? Es war wie in einem Albtraum. Habt ihr das Ding gesehen? Der knarrende Mund, diese toten Augen. Was immer es auch war, es ist weg. Um ein Haar hätte das Ding nicht erwischt. Ich bin Angela Dujon. Es war ein Riesenschreck für dich. Uns alle. Aber wenigstens sind wir entkommen. Stimmt. Ein Glück, dass wir noch leben. Wir sind erstmal sicher. Das Ding, was auch immer es war, ist noch da draußen. Vielleicht verfolgt es uns. Es tut Ketten. Genau wie die Frau, die ertrunken ist. Das kann kein Zufall sein. Habt ihr gesehen, was mit Taylor und Daniel passiert ist? Sie können nicht weit sein. Es ist euch auf den Lauern. Oh, da war was hinter uns. Hier. Andrew, kannst du mir noch nicht so einen Weg rumlaufen? Ich bin mich hier nicht sicher. Hier liegt Isaac Rowell, 43 Jahre alt, verstorben am 21. Oktober 1702, Ruhe im Frieden. Hier liegen Thomas Wyman, Gouverneur und Friedensrichter, verstorben am 30. Juli 1701. Und seine Frau Mary Wyman, von uns gegangen im Februar 1699. Kann ich weiter gerade ausgehen? Hier ist ein Tor. Ja, wenn ich weitergehe, also nicht zum Tor. Ne, ich guck auch gerade mal, was hier so ist. Hier gibt es noch was zu sehen. Was mache ich heute? Wir müssen hier weg. Weg von diesem Lied. Ich habe schon gefreut, ich habe das Kette gesehen. Ich dachte, das ist das Coolere zu sehen. Hier liegt Abraham Alistair. Ich bin im Kreis gelaufen. Februar 1699. Pactum Peri-Infectum non postel. Da rechts war ich schon. Das heißt, wir müssten jetzt zum Tor. Denke ich mal, weil sonst läuft man nur im Kreis. Ja, du bist schon bei mir den Weg lang gegangen. Ich war gerade bei dir und dann bin ich in den Kreis gerannt. Was da vorne. Hä? Hier ist ein kleines Türchen, was auch aufgereicht. Wo bist du jetzt hin? Hier ist noch was. Hier hoch? Aber kamen wir nicht von hier sozusagen? Hier ist irgendwas. Hier ist eine Bank und die habe ich noch nicht gesehen. Wenn ich mich jetzt hier verlaufe, ja, ne? Wandel drauf. Ich hab. Hier sind noch mehr Gräber. Kann man die. Oh, die kann man sogar alle lesen. Ich nehme mal das erste. Megan. Ja, Megan erklärt. Jemand dieses Grab besucht. 16. Juni 1960 bis 16. Januar 1962. Geliebte Tochter und Schwester. Tanya A. Clark. 22. August 1949, 16. Januar 1972. Geliebte Tochter und Schwester. Ja, Dennis F. Clark. 29. April 1951, 16. Januar 1972. Geliebter Sohn und Bruder. Sind das nicht die, die im Feuer verbrannt sind? Wahrscheinlich, ne? Anne Clark, 19. Februar 1931 bis 16. Januar 1972, liebevolle Mutter. Ich glaube schon. Von hier noch. Jung gestorben. James T. Clark, 18. April 1929 bis 16. Januar 1972, liebevoller Vater. Da fehlt da nicht einer? Es waren doch zwei Jungs. Zwei Jungs und zwei Mädels. Stimmt, hier, dieser Andrew hatte noch einen Bruder. Dennis.
Ja. Genau der. Ist ja tot. Der hatte doch noch diesen, den du am Anfang gespielt hattest. Wo bin ich? Okay, jetzt sind wir im Kreis gelaufen, jetzt geht's wieder runter. Bist du den einen Weg da auch gegangen? Also quasi jetzt geradeaus? Ja, da bin ich im Kreis gelaufen. Und da gab's nichts mehr zu sehen? Ich hab nichts gefunden, bis ich zu dir kam. Hey, wo bin ich? Ich glaube, die ist noch hinterher. Ah, guck mal, hier sind wir jetzt. Okay. Ah, direkt beim Tor. Hä? Sind wir nicht jetzt auf der... Ah, ne. Wo bleibst du denn? Komisch, ich hab nochmal wieder umgedreht. Was machst du da? Ich hab keine Ahnung, ich vergehe wieder. Herrlich, die Box. Ihr werdet verfolgt. Was ist das denn? Ihr werdet verfolgt. Wer ist das? Los, weg von der Brücke. Ich würde sagen, je mehr Abstand wir zwischen uns und dieses Ding bringen, desto besser. Ich wette, Daniel und Taylor denken das Gleiche. Verstecken, schnell! Oh Gott! Ich mag das nicht. Ich mag das auch nicht. Nein, Packs, hab verkackt. Gut. Du warst das okay. Ja. Ich dachte gerade so, hey, warum war das schon rot, bevor ich drücken konnte? Ich hab's zu früh gedrückt. Aber scheiße. Alter Spinner. Einfach meine Ruhe. Ist der geil. Gehen wir ihm besser aus dem Weg. Aber hat der Hund jetzt gesehen oder nicht? Ja, der hat doch gesagt, Alter Spinner. Bevor sie ertränkt haben. Das Mädchen muss gestoppt werden. Sie meinte, die Hexenprozesse stoppen, richtig? Weiß nicht. Ich glaub nicht. Na los, das gehen wir. Glaube ich auch nicht. Ja, Mary muss gestoppt werden. Ohne sie hören die Hexenprozesse nämlich nicht auf. Richtig. Ich sehe mich drin und... Mach das. Bis später. Viel Glück. Warum zeigt ihr den Gulli? Amy! Oh. Oh, du bist Taylor und ich Daniel. Wollen wir kuscheln? Geht's dir gut? Ja. Ob es mir gut geht? Mal überlegen, eine radioaktive Mutantin ist hinter unseren Freunden her. Unser Leiter, der Professor, ist auf einmal ein Pfadfinder. Wir stecken in einem Horrordrecksloch mit Geisternebel fest. Und da sind ein paar Irre aus der Vergangenheit, die was von Hexen faseln. Mir geht's toll. Und dir? Ehrlich gesagt, habe ich den Unfall immer noch nicht ganz verdaut. Ach, richtig. Den Unfall gab's ja auch noch. Das wird immer besser. Konntest du den etwa vergessen, Taylor? Und einmal Lampen aus dem Arsch ziehen. Was war das, Girl? Da ist ein Schild. Little Hope. Historischer Pfad von Little Hope. Hexenpfad. Na super. Was wollen wir auf einem Hexenpfad? Das gefällt mir nicht. Lass uns woanders lang. Es gibt keinen anderen Weg. Das war der Karte. Touristenhochburg. Karte von Little Hope. Unsere historische Stadt aus der Vogelperspektive. Yes. Ich gehe voran, ich bin ein Mann. Wenn was von hinten kommt, hast du Pech gehabt. War so klar. Hey, hier drüben. Sieh dir das an.
Eine Brücke. Oh nein, wie unheimlich. Das Ding könnte immer noch hier sein. Im Wasser. Nein, wir haben es abgehängt. Bestimmt. Oh, shit. Du gehst zuerst, oder? Du bist leichter als ich. Geh du vor. Ich gehe auf keinen Fall über diese bescheuerte Brücke. Du bist leichter. Wenn wir die anderen finden wollen, müssen wir rüber. Meine Muckis sind zu schwer. Gut. Ich gehe darüber und du kommst mir nach. Wenn die Brücke dann noch stinkt. Okay. Und wieder. Und wieder. Aufgehen. Ich hab's geschafft. Ich lebe auch noch. Oh mein Gott, da war was. Bin am Stein hängen geblieben. Wortwörtlich. Ah, was gibt's denn hier? Siehst du, was ich sehe? Ein Stein. Nein. Schön. Hexengrab. Dieser Stein markiert vermutlich die Grabstätte der ersten Person, die im Rahmen der Hexenprozesse von Little Hope hingerichtet wurde. Ich mach das Gewinne. Ich muss hier raus. Oh oh. Oh mein Gott. Lass sie uns los. Still. Bitte. Mary! Ich bin hier drüben! Mary? Der Quell des Bösen ist hier. Das Mädchen ist das Böse? Verstehe ich nicht. Meine geliebte Amy beteuerte es kurz vor ihrem Tod. Das Böse wird nur mit Mary ein Ende finden. Wer sind Sie? Warum sehen Sie aus wie John? Ich kenne keine Antwort. Vielleicht wurde ich schon mit einem Hexenschritt belegt. Da ist sie! Gefunden! Woher hast du sie? Ich habe sie selbst gefertigt. Ich nehme sie zu deinem Schutz. Verdacht und Betrug gehen Hand in Hand in Little Hope. Niemand ist sicher. Bitte, Tabitha, lass sie mir! Weg sind sie. Okay, meine Lieben, das war dann somit Part 3 von Little Hope. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann hoffen wir natürlich, dass wir euch in irgendeinem anderen Video wiedersehen. Genau, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüssi! Tschüss.